Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time Report. Ja, wir haben Tag 22, Monat 1, Jahr 2. Unser süßes kleines Scrapsy kriegt direkt mal einen Apfel von uns. Einen Aromapfel. Da freut er sich. So, heute ist Montag, das heißt, heute sollten wieder Wünsche kommen und Aufträge. Und vor allem hat das die Handelsgilde offen, dass wir wieder Aufträge annehmen können. Ja, jetzt müssen wir einfach nur schauen, dass wir nicht mehr Allbits-Aufträge erwischen, weil der ist ja schon voll. Also, im Fall ist jetzt nur Allbits-Aufträge, dass es da sein sollte und alles andere in A oder so, nehme ich dann lieber einen A-Auftrag. Weil mit Allbit Freundschaft zu regenerieren macht keinen Sinn mehr. So, was haben wir hier? Funky. Lieber Layla, ja. Das hast du toll hingekriegt. Ich habe dich letzte Nacht nicht am Kamin gesehen. Falls du es nicht mitbekommen hast, wir haben beschlossen, ein Dojo zum Ehren von Changos zahlreichen Diensten in unserem Dorf in Auftrag zu geben. Wenn du helfen möchtest, geh zur Handelsgilde, wenn du kannst. PS, Geld. Viele Grüße, Geld. PS, Chango bietet demnächst Kurse zur Selbstverteidigung an, damit sich die Bürger sicherer fühlen. Hä, am Kamin? Ich war gestern da. Leila, ich habe eine Schatzkarte gefunden, als ich heute auf Patrouille in einer Mine gemacht habe. Ich bin mir nicht sicher. Ist das vielleicht nur ein Streich? Du kannst dich ja ansehen und. Okay, hier oben, okay. Okay, eine Mundharmonika. Die hatten wir mal. Gut, das haben wir dann alles eingesammelt. Dann tue ich es auch nochmal alles auf die Seite. Wir können ja heute mit unseren Schweinchenbottern fliegen. Dann habe ich ja halt schon zwei Sachen fürs Museum. Ich brauche ich jetzt nicht, aber ich kann hier irgendwo in meinen Garten aufstellen. Da hinten zu unserem Kuschelmonster, falls irgendwer vorbeigeht und denkt so, boah, das war eine geile Ente. So, haben wir sonst irgendwo was auf der Map? Ja, wir haben hier eine Essenz vom Portia-Auftrag und hier haben wir noch was. In der Stadt drin, wahrscheinlich wieder Penny. Und wir müssen hier hinter dann, okay? Dann nehmen wir dann so ein Schweinchenbot, das sind wir, glaube ich, am schnellsten, beziehungsweise damit können wir nicht hier mit dem Töff-Töff fahren. Okay, dann schauen wir mal weiter. Huch, kommt dann erstmal so ein fettes Ding entgegen. So, jetzt schauen wir mal dahin, was da für ein Auftrag ist. Beziehungsweise ist es wahrscheinlich Penny, die hier oben irgendwo rumsteht. Aber Alice kriegt direkt mal eine Kristallkette von mir. Jetzt mal Hallo sagen und dann eine Kristallkette. So, ich hoffe, du steigst mal auf. Ich weiß auch nicht, wo dein Sohn rumrennt. Das wäre auch ganz interessant. Hä, hey, das muss echt irgendwie da oben sein. Okay, ja, das schaue ich dann später. Ich muss mir jetzt erstmal einen Auftrag holen. Okay, und irgendwer hier möchte was. Vermutlich Toadie oder so. Egal, ich hole mir erstmal den Auftrag. Hey, ganz. Wir müssen jetzt schauen, dass wir möglichst viele von diesen Aufträgen abcrabben und das hinbekommen. Mal schauen. So. Dann suche ich Schatzdinger. Oh, 2 Stunden ist auch noch spielen, ja. Gut. Okay, da gibt es Party-Aufträge. Was haben wir hier? 2 Metallkisten. 4 Übungsschwerter. 3 Armstrecker, okay. Fangen wir hier mal an. 4 Bronzeschwerter nehme ich. Was haben wir hier? 3 Holzsäulen. 30 Freundschaft. 40 Freundschaft für ein Windrad nehme ich. Ich hoffe, der Higgins nimmt jetzt keine Sachen für Changos Dojo. Das hoffe ich sehr. Aber ich denke, einen wird er sich auf jeden Fall holen. Aber Leute, ich bin gerade beschäftigt, okay? 4 Bronzeschwerter. Ich weiß nicht, ob wir dafür Verbesserungskits brauchen. So, Bronzeschwert. Übungsschwerter. 4 Stück brauchen wir, oder? 4, ja. Fertigen, 1, 2, 3, 4. Ist so, 2 kriegen wir schon mal hin. Okay, also ich kaufe nochmal 2 Verbesserungskits. Ein Windrad sollen wir noch schnell bauen. Machen wir mal schnell bestätigen. Gut. Können wir das nämlich auch gleich wegbringen? Lucy! Ach, mit der sind wir eh zum Spielen verabredet. Gut, die muss aber noch 1 Stunde schnell warten. Ich muss kurz mich um Dinge kümmern. Okay, der Lee steht da rum. Schauen wir mal kurz in die Tafelrunde rein, wer da was von mir schon wieder will. Toadie, möchte Toadie was? Toadie möchte was? Eine Angel? Unterhalten. Oh, ich würde gerne einen Kaiserkugelfisch essen. Okay, ein Kaiserkugelfisch. Okay, ja, vielleicht habe ich noch einen da. Wenn nicht, fange ich den an. Okay, ein Kaiserkugelfisch.
Okay, der Auftrag ist jetzt weiter vorne. Keine Ahnung wo. Also, das ist aber checkt, ihr kriegt es gleich nach Roma ab, denn das sollte er nämlich hochstellen. Und da vorne ist Toby, der will scheinbar was. Okay, einen Aroma-Apfel für dich. Okay, ja, steigt nicht hoch. Ist auch okay. Okay, ich hätte gern ein Verbesserungskit von dir. Und zwar 2 Stück. 93 ist heute wieder der Marktpreis. Toby, warte mal. Okay, und da hinten im Wald will auch noch jemand was. Ich vermute, ist der Orks. Hallo, Toby. Layla, du wirst es nicht glauben. Ich habe eine 1 in meinen Test geschrieben. Das ist für dich. Danke für das selbstgebackene Brot. Und das können wir deine Mutter schenken. Okay, ja, cool, dass Toby sich jetzt verbessert. Ist ja nicht schlimm. So. Es ist wichtig, gesund zu bleiben. Deswegen kriegst du ein gesundes, selbstgebackenes Brot. Okay, jetzt schauen wir mal. Da draußen will jetzt noch jemand was. Das ist die Penny. Was kann ich für dich tun? Hey, Landsmann, was kann ich für dich tun? Wenn du Zeit hast, kannst du mir vielleicht Portia zeigen. Ich versuche, den Text zu meinem Lied zu schreiben. Etwas Inspiration wäre gut. Klar, ich habe Zeit. Wo möchtest du gehen? Nur was davon? Gott, ich habe aber gleich vorher noch eine Verabredung mit anderen, gell? Hi. Mein Appetit, okay. Pilzeintopf mit Fleisch braucht der Orks. Okay, Pilzeintopf mit Fleisch und ein Kaiserkugelfisch. Jetzt schaue ich nur, dass ich es hinkriege, dass ich in einer Stunde dann vor meinem Haus stehe. Sind da heute schon wieder wie, keine Ahnung was. Also die sind heute richtig schlimm alle. Mit den Aufträgen, die aushängen und allen. Ist halt ein typischer Montag. Wo muss ich genau hin davon? Dann ist da gleich eine Töff-Töff, dann kann ich heimfahren. So. Oh, schau dir diese Aussicht an. Wasser macht alles noch schöner, nicht wahr? In meinem Heimatsort mangelt es immer an Wasser. Überall war nur Staub. Wow, was für eine Aussicht. Hey, kannst du mal Fotos für mich machen? Klar, lieben gern. Wie ging es eher? Ja, war das falsche. Space. Hä, wie war es? Z? Z war Foto. Okay, Foto machen. Speichern. So. Schöne Fotos, ich werde sie für immer schätzen, danke. Worum geht es in deinem Lied? Also es handelt von meiner Reise, ein umherstreifendes Mädchen, das die Gefühle von Einsamkeit, Nervosität, Wärme und Hoffnung erlebt. Das sind viele komplizierte Gefühle, weißt du? Also vielen Dank, dass du mir geholfen hast. Wenn ich meinen Liedtext fertig habe, darfst du ihn zuerst hören. Okay, cool. Eine Harmonika haben wir nochmal gekriegt. Hier ist die Töff-Töff. Dann fahren wir jetzt genau pünktlich zu Lucy, um mit ihr dann was durchzuziehen. Okay, einen Pilzeintopf mit Fleisch brauchen wir für einen Orks und für einen anderen einen Kaiser-Dings. Kann ich endlich mal mitnehmen. Neben den Verbesserungskits direkt. Es ist aber 10. Hi. Hallo. Tobi ist ein Unruhestifter. Ja, das brauchst du mir nicht zu sagen. Hier, ja, das hast du nicht von mir erwartet. Und dann gehen wir mal spielen. Wie wäre es mit der Tafelrunde? Gute Idee, die hat nämlich schon offen. Andere Zeug nehme ich einfach später mit. Ich werde heute den ganzen Tag als Erste die Aufträge machen. Dann mal schauen. Einmal hier rein. Ich weiß noch nicht, was Lucy so wirklich zum Essen will. Ich glaube aber, wir waren letztes Mal schon mal mit ihr essen. So, Dancho's Changos Dojo ist übrigens auch auf Englisch der Text. Auch schön. Und den Duft hier drin. Ja, geh mir essen. Was magst du denn so? Was ist denn dein Lieblingsessen? Bin komisch, aber ich bin der Bitter-Melonensaft-Typ. Scharfsaure Kartoffeln und eingelegter Holzkohlenpilz sind beides ziemlich gut voll. Buah. Nichts, was ich essen würde. Do you even have to ask? Sie ist auch irgendwie so ein Charakter, den. Der richtig so uninteressant für jeden ist, habe ich so das Gefühl. Okay, dann bestellen wir mal. Ich hätte gerne saures Essen. Ach nee, jetzt sagt ihr uns nicht, was die will. Ach man. Aber ich bin mir sicher, wir waren in letzter Zeit mit ihr essen. Mit Petra, Django, Xu. Vielleicht wollen wir auch noch nie mit ihr essen.
Na gut, dann würde ich einfach mal sagen, das war's für diese Folge und wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht beim MyTimeReport hier. Bis dahin, tschüss.